Die Firma Lockhart bietet solche 3D-gedruckten Minigeldbeutel an. Und die haben letztens ein Video veröffentlicht, wo sie zeigen, wie sie diese Geldbeutel 3D drucken. Und da bin ich hellhörig geworden, weil da einiges aufgekommen ist, wo ich sage, okay, das geht deutlich einfacher. Und in diesem Video werden wir uns das anschauen. Und zusätzlich werden wir nochmal eine Frage abfrühstücken, die ihr mir ab und an gestellt habt, nämlich wie ich mein PETG drucke. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wer die Firma Lockhart ist, der findet einen Link dazu unten in der Videobeschreibung, auch zu deren Discord. Dort könnt ihr nämlich diese Dateien runterladen. Und für alle, die nicht wissen, was das ist ein Mini-Geldbeutel. Ähnlich wie der iClip, den ich hier normalerweise täglich nutze. Nur, dass hier normalerweise noch ein Gummi dann drumherum kommt, damit das Ganze halt entsprechend zusammengehalten wird. Und dort könnt ihr dann auf der einen Seite entsprechend EC-Karten reinpacken. Habe ich auch schon mal in meinem anderen Video gezeigt, wo ich gesagt habe, wo ich Geld einspare. Das packe ich euch nochmal hier oben hin. Und dann habt ihr hier nochmal so eine Cashplate, wo ihr also, naja, Geldscheine und Euromünzen oder sowas reinpacken könnt. Und ihr könnt verschiedene Module, wie zum Beispiel ein MagSafe oder ein AirTag oder sowas in Richtung reinpacken, bieten die alles mittlerweile nochmal zum Drucken an. Finde ich ziemlich cool. Wie gesagt, die Dateien findet ihr auf dem Discord-Server von denen. Die haben jetzt aber in dem Video ein paar Sachen gesagt, wo ich hellhörig geworden bin. Also zum einen, die drucken das Ganze auf ihren Prusas. Das ist ein i3 MK3S Plus. Davon haben die insgesamt, glaube ich, 18 Stück bei sich in der Druckerei stehen, sozusagen. Und die drucken das Ganze auf der Powder-Coated Flex Sheet. Das heißt also auf einer texturierten Platte. Und dadurch haben die dann auch, wie ich jetzt hier entsprechend, richtig schön die Struktur in der unteren Schicht drin. Das kennen wir vom Voron oder von anderen Bauteilen, die ich euch schon gezeigt habe. Da habe ich das auch so gemacht mit der Powder-Coated Flex Sheet. Da habe ich auch jetzt momentan die Teile für den No Budget, die ich momentan so drucke. Und das ist erstmal nichts Neues. Was aber Neues ist, wie die sagen, okay, dass sie ihre Drucker eingestellt haben. Die haben zum ersten gesagt, okay, die gehen von der Layerhöhe, von der First Layer Height, gehen die ziemlich weit runter. Welche Werte genau die jetzt verwenden, konnte ich jetzt aus dem Video nicht ableiten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die mit 0,2 mm Layerhöhe drucken. Das bedeutet für die erste Schicht, wenn wir jetzt von 50% ausgehen, wären wir bei 0,1 mm Höhe. Da wären wir schon richtig nah am Druckbett dran. Sie haben auch gesagt gehabt, normalerweise drucken sie es so nah, wie man es nicht drucken würde. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von 50% aus, die da runtergehen. Und dann haben sie gesagt, okay, die erste Schicht hier unten, die drucken sie entsprechend mit Overextrusion. Die normalen Schichten drucken sie in der normalen Extrusion und die oberste Schicht, damit sie richtig schöne Linien reinbekommen und es ein richtig cooles Pattern ergibt, drucken sie das Ganze underextruded. Und das Ganze haben sie dann später im G-Code angepasst, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da bin ich hellhörig geworden, weil ich mir denke, so Moment, eine Overextrusion, eine Anpassung dann im Druck auf eine normale Extrusion und später auf eine Underextrusion, braucht man eigentlich gar nicht später erst irgendwie im G-Code sich unnötig entsprechend anzustrengen, um das anzupassen, sondern das geht auch in dem Prusa Slicer, den sie ja selbst laut eigenen Angaben verwenden, von Haus aus. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist eigentlich ganz einfach. Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin hingegangen und habe die Extrusion, den Extrusion Multiplier auf 120% gestellt, also 1,2 in dem Sinn, und habe dann in der Layer-Ansicht ganz einfach rechts an der Seite in der Skala diesen Schieberegler um eine Schicht nach oben gezogen von unten und war dann natürlich auf Ebene 2 und habe über einen Rechtsklick im Kontextmenü geöffnet und konnte dann da einen G-Code hinzufügen. Und wenn man jetzt noch den G-Code weiß, mit dem man den Extrusion Multiplier entsprechend anpasst, das ist in dem Falle der M221 mit dem Parameter S, dann ist es eigentlich ein leichtes zu sagen, okay, M221 und S100, je nachdem, kleine Side Note, ihr solltet natürlich mein letztes Video durchgemacht haben, was ich euch nochmal hier oben hinpacke, wo ihr euren Drucker richtig eingestellt habt vorher. Und da kann es natürlich auch sein, dass euer Filamenten Extrusion Multiplier, einen normalen Extrusion Multiplier von, was weiß ich, 97% hat. Dann müsst ihr hier natürlich für den Wert S entsprechend 97 eintragen. Und dann fügt ihr das einfach hinzu und geht nochmal oben zum letzten Layer entsprechend und fügt dort auch wieder den G-Code hinzu und stellt den dort auf, was weiß ich, jetzt in meinem Fall 98% oder 97% ein. Das ist der Wert, den ich mir jetzt hier für mein Redline-PETG ermittelt habe. Das ist ein grober Wert, weil ich nicht mehr so viel Material jetzt hatte, um das komplett wirklich im feinsten Detail durchzutesten. Aber ihr seht schon, das sieht schon relativ gut aus. Es hätte vielleicht noch ein bisschen Feintuning gebrauchen können, aber im Grunde genommen funktioniert es. Und das bewirkt, dass erstens die Düse richtig nah an die Druckplatte rangeht und zum anderen aber auch viel Material durch die Düse gepresst wird auf der ersten Schicht, sodass dann wirklich sich das ganze Material auch wirklich schön in die Druckplatte reinfräst. Und dann habt ihr am Schluss hier quasi ein Negativabbild von der texturierten Oberfläche, ohne dass ihr am Schluss noch den G-Code anpassen müsst, sondern halt direkt
im Slicer selbst. Und ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Speichert euch das Profil für das Filament und auch für diese Extrusion, für den First Layer und alles drum und dran in einem gesonderten Profil ab, damit ihr nicht eure normalen Drucke entsprechend auch damit versorgt. Ich habe nämlich das Problem gehabt, dass ich mir für diese schöne Raspberry Pi Case dann später versucht habe, einen Deckel zu drucken. Ja. Und einen Boden. Und habe dann vergessen, entsprechend nochmal ab dem ersten Layer dann, wie heißt das, den Extrusion Multiplier runterzurechnen. Und dann hatte ich natürlich hier schön Over-Extrusion drin, so ein bisschen. Also hier sieht man es ganz extrem. Das ist alles nicht schön, das muss nicht sein. Und der Deckel passt auch nicht wirklich rein in das Gehäuse. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja. Und dann sollten eure Drucker auf jeden Fall auf der Oberfläche so richtig schön strukturiert sein und oben dann die gewünschten Linien entsprechend anzeigen. Wenn ihr aber sagt, okay, die Linien auf der Oberfläche, die sind nichts für euch. Mal gerade gucken, das hier ist die Over-Extruded Blade, das war der erste Versuch entsprechend, wo ich das gedruckt habe. Wenn ihr sagt, okay, das ist nichts für mich, dann gibt es nochmal im Booster Slicer nochmal eine Einstellung, wo ihr das Ganze natürlich für euch auch nochmal einstellen könnt. Und ich glaube, das wäre gerade für diese Platte, wo hier, ich glaube, da kommt eine Metallplatte rein, damit das Ganze irgendwo an der Wand und mit Magneten festgemacht werden kann. Dann wäre das vielleicht nur eine coole Idee, sich mal die ganzen Top-Fill-Patterns anzugucken, die der Prusa Slicer anbietet. Da gibt es alles mögliche von Concentric und hast du nicht gesehen. Und da gibt es auch ein Muster, mit dem kann man quasi so eine, naja, Spirale fahren und dann hat man hier quasi Kreise drauf. Ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, dann braucht man nicht unbedingt am Extrusion Multiplier rumzufuhrwerken, sondern kann das Ganze auch schön über einen Top-Fill-Pattern lösen. Klar, es gibt auch solche Modi wie den Fuzzy Mode, mit dem man das Ganze an der Seite nochmal entsprechend anpassen kann. Das fällt jetzt hier natürlich wahrscheinlich flach. Aber es sind alles Sachen, die man sich angucken kann, wo man wirklich schön rumspielen kann. Und wer sich jetzt fragt, okay Maggie, du hast uns gesagt, du erzählst uns, wie du dein PETG druckst. Nun, ich sag mal so, ich habe hier zum Beispiel mal das Redline PETG, mit dem ich das hier gedruckt habe. Da habe ich zum einen, wie gesagt, einen Extrusion Multiplier von 100, also von 1, ja, in dem Sinne. Und von der Temperatur her steht auf der Rolle 60 Grad für das Druckbett und 210 bis 230 Grad für die Düse. Und da kann ich sagen, okay, das weiß nicht nur mein Popo-Gefühl, sondern das weiß ich mittlerweile auch aus eigener Erfahrung, weil ich schon mal versucht habe, was mit den Einstellungen zu drucken. Einfach mal, um es zu zeigen. Und das ist dabei rumgekommen. Das ist nämlich dann entsprechend ein Druck, wo sich der Druck vom Druckbett gelöst hat, weil die 60 Grad im Druckbett natürlich locker nicht ausreichen. Faustregel bei mir ist, ich drucke meine PETG-Drucke für gewöhnlich mit 80 bis 90 Grad Druckbetttemperatur, je nach Material. Dann gehe ich hin und drucke für gewöhnlich irgendwas zwischen 230 und 250 Grad Düsentemperatur. Also das KVP-PETG zum Beispiel braucht ein bisschen mehr. Das heißt also, da gehe ich meistens hin und drucke die erste Schicht in 250 Grad und dann die restlichen Schichten in 245 Grad. Beim Prusament ist es genau umgekehrt. Da braucht man erstmal für die erste Schicht, was laut Angaben von Prusa 245 und dann später für die anderen Schichten 250. Und dann kommt natürlich noch der Faktor Lüftung. Und da kann ich nur sagen, jetzt mal zu dem Teil gesprochen, das wird übrigens Bestandteil des nächsten Videos sein. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Da habe ich nämlich was richtig Cooles designt, um nochmal eine Alternative zu Fusion 360 entsprechend rauszubekommen. Das kommt jetzt auch demnächst, das werde ich gleich im Anschluss nochmal drehen. Und da sieht man, da ist ein bisschen Stringing hier in den ganzen Hexagonen-Löchern drin. Und da muss ich sagen, okay, da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Also wenn ihr viel Stringing habt mit einem PETG, dann müsst ihr gucken, ob ihr vielleicht nochmal die Lüftung vielleicht ein bisschen hochstellt. Ich weiß, das KVP braucht auch unheimlich viel Lüftung. Da bin ich teilweise bei 80%, die ich da reinknalle. Beim Redline PETG oder bei dem 3D-Experten PETG, was ich noch da hatte, da war es deutlich weniger. Da komme ich bei irgendwas um die 20 rum. Ich glaube, das Prusa ist auch bei 20% Lüftung. Ungefähr so roundabout. Das ist in der Hinsicht ein bisschen enttäuschend, dass man halt nicht sagen kann, wie beim ABS, okay, man hat Wert XYZ, dass man das so machen kann. Man muss immer beim PETG ein bisschen rumexperimentieren, weil jeder Hersteller halt so seine eigene Mixtur fährt und da teilweise richtig große Unterschiede entstehen können, was Drucktemperatur angeht, sowohl auf dem Bett als auch auf der Düse, als auch Lüftung angeht. Und ich muss sagen, ich drucke normalerweise PETG ungern auf der texturierten Platte, weil ich sage, okay, damit habe ich bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Auf PEI hält es wirklich Bombe. Gut, da kann man auch schlechte Erfahrungen machen. Und eine schlechte Erfahrung kann es manchmal so aussehen. Als ich jetzt letztens gesagt habe, ihr seht schon hier die kreisrunde Form entsprechend, und ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne den Deckel für den Turntable drucken, also für einen kleinen Turntable, den ich da hinstellen kann, damit ich auch Objekte für euch quasi mal automatisiert drehen lassen kann, um die dann schön zu fotografieren oder zu filmen. Und da ist mir dann wirklich ein Stück von der PEI-Platte
rausgerissen, weil es halt auf PEI unheimlich gut hält und ich damit absolut keine Probleme hatte bisher. Das hat aber auch bedeutet, dass ich jetzt wirklich auf die Powder-Coated entsprechend wechseln musste. Aber alles kein Thema. Ich habe ja den MK4 bestellt und mit dem MK4 habe ich nochmal ein Set-Encoded Sheet bestellt. Das sollte auch bald da sein. Und ganz zur Not hatte ich auch eigentlich eins von OSEC bestellt. Das ist allerdings bis heute noch nicht eingetroffen, obwohl ich das wirklich erste Woche Januar bestellt habe. Und von denen kriege ich leider momentan keine Rückmeldung. Deswegen hoffe ich, dass ich da entweder mein Geld nochmal zurückbekomme oder irgendwann die Druckplatten bekomme. Aber ja, ich schweife ab. Dieses Teil hier werde ich euch im nächsten Video zeigen, auch im Zusammenspiel mit diesem Teil hier, was ich noch zusätzlich designt habe. Und in diesem Sinne hat euch hoffentlich das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.